Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket League mit der bezaubernden Pro-Gamerin, die Erdbeertante. Naja. Und ich hoffe, wir werden euch auch diesmal wieder gut unterhalten. Und wir haben ein paar kleine Änderungen. Was heißt Änderungen? Sind es eigentlich gar nicht. Aber vielleicht habt ihr mal Ideen, was wir spielen können. Weil in Rocket League kann man ja so einige Sachen einstellen, wenn man jetzt gegeneinander spielt, jetzt im LAN-Spiel nennt sich das. Keine Ahnung, wie sich das dann nennt. Zumindest könnte man da die Gravitation einstellen, die Ball, die Größe, die Ballart und hast du nicht gesehen. Und wenn ihr sowas mal sehen möchtet, dann schreibt uns das mal in die Kommentare oder aber in Let's Play Forum sind wir auch zu finden. Let'sPlayForum.de. Und ihr könnt uns auch Herausforderungen schreiben. Zum Beispiel, keine Ahnung, fahrt in einem Spiel nur links rum. Also wenn wir jetzt wenden müssen, nur links rum oder nur rechts rum oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Lasst euch mal was einfallen, wir sind gespannt. Und wenn wir diese Herausforderung nicht schaffen sollten, könnt ihr euch sogar so eine Art Bestrafung ausdenken. Es muss natürlich in einem gewissen Rahmen bleiben, nicht, dass wir hier dann aufs Fenster springen sollen oder sowas. wir sind gespannt auf eure Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns ein Like und vielleicht sogar ein Abo. Und ja, Erdbeertante. Ja, dann auch nochmal von mir ein Hallöchen und herzlich willkommen zu Rocket League. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Was wollen wir machen? Ich bin dafür, dass wir erstmal wieder normal anfangen. 2 gegen 2? Yes. Okay. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Auch gespannt. Ich bin ja vorhin praktisch erst aus dem Bett gefallen. Denn es ist ja mit dem Spielen immer so ein bisschen problematisch, so mit den Reflexen und so. Ach, das geht alles. Das ist jetzt unsere Aufwärmrunde. Ja. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück. Das war knapp. Knapp daneben ist leider auch vorbei. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Voila. Ui, was machen die denn da? Die sind auch noch nicht ganz wach, würde ich behaupten. Er kommt weit in die Mitte. Und ich fliege weit vorbei. Ja, komm schon. So. Richtige Richtung auf jeden Fall. Was mache ich hier oben? An der Wand klebe ich fest, was uns weiter macht. Komm, Ballkönt. Oh oh. Ja, wir müssen den jetzt mal ein bisschen weiter von unserem Tor wegbekommen, würde ich sagen. Am besten ihr Tor wegbekommen, oder? Ja. Wäre nicht schlecht auf jeden Fall. Der hat auch so ein Auto wie du, kann es sein? Ja. Sehr gut. So. Sagen wir doch das 1-0. Das ist erstmal ein guter Anfang, würde ich sagen. Das können wir so stehen lassen. Von mir aus können die jetzt auch verlassen. Die anderen. Die ja. Aufgabe halt. Die merken halt, wir sind die reinen Pro-Gamer. Du fährst oder wie? Joa. Okay. Am Donnerstag ist doch dieser neue Star Wars-Film rausgekommen, ne? Rogue One. Ja. Bist du da irgendwie so Star Wars-Fan-mäßig unterwegs oder gar nicht so? Also ich guck das ganz gerne, doch, ja. Ja, weil ich war da auch schon im Film drin, weil ich bin auch, ich mag Star Wars, kann man schon sagen. Und, ja, ich finde den auf jeden Fall richtig nice. Also meist lohnt sich den anzugucken, ja? Auf jeden Fall, also, letztes Jahr kam er hier siebter Teil raus, im Gegensatz zum siebten Teil. Oder nee, anders gesagt, dieser Rogue One ist im Gegensatz zum siebten Teil wesentlich besser. Also der siebte Teil ist dagegen nichts. Ist aus dem Spiel geflogen. Na, ich war gerade auf dem Desktop. Jetzt bin ich wieder mal. Hui. Was war das? Na dann viel Spaß beim Rausschneiden. Na ha. Das ist das Problem. Hoppala. Nein. 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 Oh, gut gemacht. Möge die Macht mit uns sein. Ja. Auf jeden Fall, ich habe den, bei uns gab, beim Kino gab es so eine Sondervorstellung, die war so um 0 Uhr und eine Minute, so sozusagen
die Premiere. Da war ich halt drin. Mhm. Und ich muss schon sagen, der Film hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay. Also gucken wollte ich ihn definitiv auch nochmal, ob ich dafür jetzt noch ins Kino komme oder warten muss, bis ich den irgendwo kaufen kann. Also kann man ruhig im Kino ansehen, würde ich sagen. Also der ist ja echt spannend. Man muss jetzt mal die Zeit haben, um ins Kino zu kommen, ne? Wenn du den ganzen Tag arbeitest, von 13 bis mittags. Ja, stimmt. Sehr gut. Oh, das war mein Tor. Das war dein Tor noch. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ja, sag, ne? Die Macht. Spüre die Macht in dir. Ja. Ich finde auch, der ist nicht so sehr wie die neue Trilogie, sondern mehr so wie die alte, und das finde ich eigentlich ziemlich nice. Das fand ich beim ersten der ganz neuen jetzt auch, da muss ich sagen. Wie willst du jetzt alle nennen? Da kommst du ja mit der Zeit immer vollkommen durcheinander. Oh oh. Das war nichts. Ich finde die neueren, auch nicht ganz so toll. Das weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Und bei den jetzigen war ich eher skeptisch und war am Überlegen, wenn Disney das in die Hand nimmt. Ja, das habe ich auch gedacht. Nicht, dass die nachher durch den Wald tanzen da. Und singen und sowas. Und singen, genau. Nee, aber ich muss sagen, das haben die echt sehr gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und ich finde, beim Luke One haben sie es noch besser gemacht als beim Teil 7. Der ist wirklich, da denkt man sich, oha. Vor allem, da sind so viele Details drin, die so auf die alte Trilogie so anspielen. Das finde ich mega toll. Das ist immer schön, wenn man so aus den alten Sachen dann auch wieder was wiedererkennt. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Das macht den Charme des Films dann irgendwie aus. Ich brauche Turbo. Das läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nö, für eine Aufwärmrunde ist das echt nicht schlecht. Ne? Das Gefühl, dass wir das jetzt gerade so eiskalt losgelegt haben erst. Ja, und dabei auch noch irgendwas quatschen. Gar nicht richtig drauf konzentrieren. Ja, das ist schon... Oh oh. Gut. Ja. Naja. Ein Tor dürfen sie ja eigentlich noch haben. Na, okay. Schubst du mich weg? Da schubst du mich so weg, eiskalt! Geht das doch nicht. Aber echt. Ah. Ich bin dafür, wir machen jetzt einfach noch ein Tor, ne? Finde ich gut. Wir haben noch 25 Sekunden ungefähr. Kann noch ein Tor drin sein, finde ich. Ah, hat doch fast funktioniert. Das war wieder so eng. Autsch. Entschuldigung. Das ist ein Blechschaden jetzt, ne? Ja, der schöne DeLorean. Meine Reparatur. Hui. Jetzt ist erst recht ein Blechschaden. Den habe ich mal kurz zurück in die Vergangenheit geschickt. Juhu. Der erste Sieg. Yeah, und das gleich in der ersten Runde. Also. Das hätte ich jetzt erwartet. So, zurück zum Hauptmenü. Was wollen wir jetzt machen? Wir könnten nochmal normal spielen, also 2 gegen 2, oder aber Rumble, wobei da haben wir ja mal einen dritten dabei. Wobei, siehst du, wo ich das gerade sage, wenn ihr auch mal mit uns spielen wollt oder gegen uns spielen wollt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne sagen. Muss natürlich frühzeitig geschehen, weil man muss man alles ein bisschen absprechen, und wie gesagt, wir haben noch jeder ein richtiges Leben und da muss man sich die Zeit für nehmen. Und also bei mir wird es ein bisschen so sein, dass man jetzt sagt, du lass uns heute Abend spielen, das kann nicht unbedingt gut gehen. Deswegen ist so eine Absprache immer gar nicht so verkehrt, finde ich. So, was hatten wir jetzt gesagt? Wir können auch Rumble 1 gegen 1 machen, das ist aber, glaube ich, ein bisschen langweilig, oder? Wir gegeneinander, das... Ach, Sachen. Können wir auch. Dann machen wir das. Oder Körbe. Körbe bist du ja so gut. Körbe 1-1 oder? Körbe 1 gegen 1, also 1-on-1. Okay, wow. Ich werde sowas von verlieren. Ach, du bist noch in einem Online-Spiel. Ja, ich bin schon dabei, das nicht mehr zu sein. Selbst. Das nicht mehr zu sein, du aufpassen, du musst. Schauen wir mal, ob die Macht mit uns ist. Und wir sind. Also ich zumindest. Nee, das ist ja
Ist das so, heute ist der Sonntag. Übrigens einen schönen vierten Advent an die Leute da draußen und schöne Feiertage. Demnächst ist ja schon wieder Weihnachten. Ja. Demnächst wird was Spannendes auf meinem Kanal passieren, aber ich werde noch nicht zu viel verraten. Oh, da bin ich gespannt. Ja, du weißt es ja schon. Ich weiß Spinnst du? Du hast geübt. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Nee. Das tut mir leid. Das tut mir jetzt so leid. Ja, das sagst du immer. Ich wollte das nicht. Das sage ich gar nicht immer, auf mich aufzudecken. Warum sieht mein Auto überhaupt so komisch aus? Das ist so weiß-blau. Ui. Oh, voll gegen mein Mikro gekommen gerade. Ah, super. Hast du es gehört? Ja, das war ein bisschen so. Ich bin mit dem Controller so richtig gegen den Popschutz gegangen. Richtig gut gemacht. Das geht ja noch. Kumpel hat gestern seine Tastatur auf Wasserdichtigkeit getestet mit Cola. Habe ich bei meiner auch schon geschafft. Problem ist nur, die ist nicht wasserdicht. Genau. Na. Oh, was wird das denn hier? Warum geht der denn nicht rein? Also bitte. Ball. Echt, Ball. Komm schon, bitte Ball. Jetzt fängt das wieder an. Nein. Aus. Aber das mit dem Miteinander spielen, zumindest wenn wir dann aufnehmen. Wir können ja auch mal so dann mit euch spielen. Ja, wenn wir nicht aufnehmen. Aber wenn wir aufnehmen, dann geht das erst wieder 2017, weil wir das jetzt schon alles aufnehmen werden für 2016. Machen wir so eine kleine Vorproduktion, denn Weihnachten... Kann man ja mal machen. Weihnachten und Neujahr kommt dann ja. Und da möchte man vielleicht mehr so mit seiner Familie und Freunden vielleicht unterwegs sein. Familie, Freunde, kenne ich nicht. Hä? Ich bin ein Kellerkind. Die virtuell, Mensch. Hast du nicht gestellt, die Monitorin? Haust dann ja. Ein paar Bilder rein, so Strichmännchen. Ich packe auch hier so auf meinem Monitor so Tannenbaum und so. Das meinte ich doch damit. Oh Mann, das kann nicht sein. Der Ball müsste einmal mal bei dir rein, in dein Korb. In deinen Korb eigentlich eher so. Nee, das geht ja nicht. Weil der Ball hat so eine Allergie. Ach so, okay, ich merke das schon. Ja, der hat wirklich eine Allergie. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr mit uns spielen wollt, können wir das natürlich auch gerne aufzeichnen. Dann kommt ihr mit bei uns auf den Kanal, in den Streams. In den Streams? Hm? Das ist gar kein Stream, ne? Hä? Auf unseren Kanal, in unsere Wow, das war richtig gut. Playlists. Und natürlich auch die, die nicht mit uns spielen wollen, aber uns gerne mal sagen möchten, von wegen spielt mal, keine Ahnung, Kürbis. Ja, wir erwähnen euch zum Beispiel. Dann werdet ihr da... das war richtig, ne? Ist dein Tor. Nee, ist mein Tor. Scheiße! werdet ihr natürlich nicht erwähnen. Ja, ich krieg den Ball eh nicht rein. Das ist ganz klar. Wow. Ich bin noch am überlegen, wenn jetzt zum Beispiel da irgendeine Challenge kommt von wegen spielt ein Spiel und sprecht die ganze Zeit in Yoda-Style. Oh, und, ist das? Und nein. Und wir das dann verlieren sollten und dann kommt zum Beispiel, keine Ahnung, beißt in eine Zitrone oder sowas oder trinkt Zitronensaft oder irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es sollte natürlich im Rahmen bleiben und machbar. Und ob wir das dann einfach nur machen halt und dann sagen, ey, wir haben das gemacht, oder ob wir das vor der Webcam praktisch machen und dann das nächste... Nein, ich aber nicht. Ich hab keine. Hast keine? Du kannst es machen. Ich wieder. Nein! Also ich kann es gerne machen, wenn es denn gewünscht ist. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute sagen, ja, oh, Alter, willst du uns verarschen? Nein, danke. Es reicht, wenn du das sagst, aber... Ja, bei so. Mir merken sie es schon an der Reaktion. Ich bin bei sowas immer sehr empfindlich. Magst du keine Zitrone? Ja, du sollst jetzt ganz genau überlegen, was du sagst. Zumindest kein puren Zitronensaft in vieler Menge. Man könnte auch machen, dass man bei jedem Tor irgendwie was oder bei jedem Gegnertor irgendwie. Könnt mal, lasst euch da was einfallen. Wir sind gespannt. Boah, es klappt richtig gut hier bei mir. Ja. Ich merke das schon, du bist richtig so
Aber du lässt mich ja, ich habe jetzt gewinnen. Bestimmt, ich habe es, glaube ich, seit der letzten Aufnahme nicht wieder gespielt. Echt nicht? Nein. Mensch. Das ich war so mit Arma 3 beschäftigt. Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler. Spoiler-Alarm! Boing. Bing, bong, bong, ding, kabarischang. Komm, zumindest ja, ein Tor noch. Na gut, mach ein. Ich lass dich mal gewähren jetzt. Ich guck mal, ob du es hinkriegst. Für den. Bis 30 Sekunden runter fahre ich hier in den Kreis. Es wird nichts. Du musst an eine Sache positiver rangehen. Okay, das wird was. Diese wird trotzdem nichts. So, jetzt ist. Glänzend daneben gefahren. Ich auch, ja. Bin richtig gut heute. Wenn du jetzt noch ein Tor machst, ey. Dann. Es hackt. Dann? Ich glaube, es hackt. Ich weiß auch nicht, was dann ist. Eigentlich hatte ich ja gesagt, ich spiele nicht mehr mit dir, ne? Oh, Mann. Sorry. Komm, jetzt mache ich so instant ein Tor rein, weil ich bin Pro-Gamer. Okay. Das war jetzt alles nur, ich habe dich versucht gewinnen zu lassen. Oh, wärst du nicht gegengefahren, wäre da wirklich reingegangen. Eventuell. Oh. Nee, ganz sicher. Das war jetzt knapp gewonnen. Ja, ganz, ganz eng war das erst. Ganz enge ja. Kiste. Upsi. Ich habe gedacht, ich lasse dir auch einfach mal einen Sieg. Das ist sehr nett von dir. Das letzte Mal hast du mich ja extrem abgezogen in den Körbel. Deswegen habe ich gedacht. Ja. Was nun? Jetzt nochmal Rumble? Oder normal? Rumble gegen aber andere Spieler, meinst du? Mir ist egal. Dann lass uns nochmal Rumble gegen andere. Sehr schön. Wo ist es denn? Da ist es. Mal schauen, ob es auch ein Spiel findet. Ja, es gibt ja genug Spieler eigentlich, ne? Wir sind ja nicht nur eigentlich. Hier in Deutschland. Man ist ja nicht nur in Deutschland verbunden, man ist ja sozusagen fast mit dem Mond verbunden. Opa. Ja. Oh, ein Veteran. Ne, das bist ja du. Du bist ja Veteran, stimmt ja. Haha. Au. Nur weil ich Veteran bin, heißt nicht, dass ich gut bin. Das würde ich Einzige, jetzt so was sagen. Ich ein bisschen kann, ist 1 gegen 1. Das willst du ja nicht spielen. Das können wir von mir jetzt auch gleich nochmal spielen, das normale Fußball meinst du jetzt, ne? 1 gegen 1, ja. Können wir gerne noch machen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt habe ich so getan, ja, dass wenn ich das kann und jetzt. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt hast du große Töne gespuckt, dann zeig mal, was du kannst gleich. Ich bin Boing. Gespannt. Ich habe gerade super Speed. Oh, sehr gut. Ich habe gedacht, ich schieße den mal ins Tor, damit wir in Führung gehen. Boah, ich habe dir eine schöne Vorlage geliefert, ne? Ja, das stimmt. War schön eingefroren, der war perfekt. Ja. So. Ihr beide müsst. Da kommt doch wieder kein Mensch ran da oben. Ha, ich komm da ran. Kriegt einen Boxhandschuh und den Turbo verpasst, ey, die arme Sau. Und dann noch ein hier, Treter. Boah, ich hab aber auch gerade was an die Nase bekommen. Hui. Hui. So, kriegt auch nochmal eben Speed, der eine blaue. Oh, hat er mich damit getötet. Na ganz toll. Lass mich doch mal einfach ins Tor fahren, Mensch. Mit meinem Supermarktleben hier. Das ist wohl die richtige Richtung gewesen, aber naja. Ja, definitiv. Ist noch verbesserungswürdig. Das ist auch richtig. Oh, was soll denn das mit dem Speed hier? Der ist gut. Nee, er war gut. Uiuiui. Ah, jetzt werde ich weggetreten. Na komm schon. Ich will in die Richtung. Einmal gefitscht. Ja, sie hat ihre Pixies. Ja, jetzt muss sie. Oh, was passiert hier? Oh, das war jetzt irgendwie nicht ganz so erfolgreich. Nee. Oh, jetzt hat er Pixies. Oh, sehr gute Richtung. Definitiv. Ich habe hier gerade einen Speed bekommen.
Ich habe jemand teleportiert. Oh, wenn man sich das mal vorstellen würde, man müsste das mit 9 Leuten spielen. Also auf jeder Seite 9 Leute. Oh Gott. Nein! Schade, schade, schade. Das Feld ein bisschen größer machen und dann halt so richtig 9 Leute. Das wäre mir 3 Leute finde ich schon zu viel. Das stimmt. Das ist mit 3 ist das schon ziemlich chaotisch. Aber mit 9 und jeder hätte dann irgendwelche Gadgets. Oh Gott, das wäre richtig durcheinander. Ich glaube, da könnte man pro Tag auch nur ein Spiel spielen. Ja. Das war mit den Nerven fertig. Alles klar. Alles klar, ich stehe einfach nur rum, mach nichts. Das kann man natürlich auch mal machen. Guck dabei zu, wie der Ball einfach reingeht. Das ist richtig schön. Es ist auch schön, wenn man irgendwie spielt und man steht im Tor und man möchte den Ball noch so wegkicken. Aber anstatt, dass man nach vorne springt, springt man einfach nur nach oben. Ja. Oh, so, jetzt habe ich hier den Pömpel. Ah, ich habe hier gerade den Turbo bekommen. Aua, aua. Oh, jetzt wurde ich kaputt gemacht. Man wird immer von dem Typ getötet irgendwie. Nennt sich das Töten hier? Hä? Nennt sich das Töten hier? Töten? Ja, kaputt machen. Ui, was passiert hier? Oh, wir liegen ja nicht mehr in Führung. Nee, wir müssen mal schnell ein Torchen schießen. Torchen. Unterwegs. Bin unterwegs. Okay. Ah, nee, doch nicht mehr. Nein, oh, nicht ihr. Nein, da habt ihr mich jetzt falsch verstanden. Wir müssen das Tor schießen, nicht ihr. Mensch. War auf jeden Fall aber ein schöner Schuss. Ja, muss man jetzt ja neidlos zugeben. Fand dann müssen wir jetzt eben noch 2 machen. Ja, nichts leichter als das. Ja, sehe ich auch so. Das Problem ist nur mal, die anderen haben da was gegen. Das Rumble ist... Als wenn. Ich bin gerade ein bisschen deprimiert gerade. Alter, das war aber lustig. Der ist immer so doing, doing, doing. Das Schöne ist ja bei solchen Herausforderungen, wenn das jetzt gegen andere Spieler ist, wo man irgendwas schaffen muss, da kann man ja richtig Glück haben und man trifft auf Anfänger. Oder aber man hat voll das Pech und trifft halt eben echt auf die Pro-Gamer schlechthin. Jetzt mein Turbo verpasst eine. Sehr gut. Rein da. Fehlen uns ja nur noch 3, damit wir in Führung sind. Ja, haben wir noch 1:15 Zeit. Ich denke, das ist schnell gemacht. Du musst am Anfang halt gleich so einen Lucky Punch haben, dass du gleich in die richtige Richtung fliegst. Irgendwie beleidigen die sich im Gegnerteam die ganze Zeit gegenseitig. So, wenn sie das möchten. Das war eine Parade, sag ich euch. Parade, Parade. Ich hab die Pixies. Und ich hab den Magnet. Den mag ich immer nicht so gern. Jetzt hab ich den Turbo. Oh Mann! Ich glaube, ich bin schon wieder mit dem Controller gegen das Mikro gekommen. Ich hab da so ein Talent für. Jetzt, komm. Ja, sehr gut. Nee, nicht gut. Jetzt kriegt der Ball einfach ein. Jetzt werde ich geswitcht. Im Sprung kurz vor dem Ball werde ich weggeswitcht. Nein. Gemein. Ich dreh durch. Ey. So, mache ich hier auch mal einen weg. Das war ein Eigentor. Scheiße. Oh, oh. Das gibt aber Ärger. Ein Eigentor, das geht nicht. Unverschämt. Oh Mann. Ich schäme mich jetzt auch. Ich gehe in meine Ecke. Na, aber du musst doch anfahren. Ich dachte, der andere fährt. Nee. Er sagt doch was. Weil der am nächsten dran ist. Ach, Fisch. Als wenn die jetzt noch Hufer machen. Ich glaube, es hackt. Mehr Dubai. Nein. Hallo, als wenn.
Die sind doch bescheuert. Ich würde sagen, das war eine nicht so gute Idee, Rumble weiterzumachen. Ja. Aber egal, man muss auch verlieren können, so ist das Spiel. Einer unserer Teammates ist schon gegangen. Ja, das verstehe ich dann immer nicht, ne? Ja. Man kann ja nicht nur immer bleiben, wenn man gewinnt. Man, das ist ein Spiel, da verliert man auch mal. Passiert. Ist so. Ja. Das waren schon wieder die drei Runden, nicht? Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wie immer werdet ihr Matrix-Pro in der Videobeschreibung haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich verabschiede mich auch und natürlich werdet ihr auch bei mir die Apple-Tante in meiner Videobeschreibung finden. Also bis zum nächsten Mal.